Hallo ihr Kniffner da draußen und herzlich willkommen zu einem neuen Livestream von mir. Ich muss gerade noch ein bisschen was vorbereiten. Das Ding geht gleich online. Ihr kennt die ganze Chose. Chat in einem neuen Fenster öffnen. Alter, Pedro Player gewinnt irgendwann meinen Preis, weil er echt der Schnellste der Schnellen ist. So. Schönen guten Abend, Pedro. Das ist echt so krass, ey, wie schnell du bist. So, noch kurz verteilen. Und dann geht's los. Wenn jetzt mal mein Facebook öffnet. Ach, scheiße, Mann, ich lade noch was bei Steam. Oh, das kann laufen. Das ist egal. Okay, er macht Facebook nicht auf, die doofe Sau. Vielleicht wäre es dann doch sinnvoll, den Download bei Steam zu canceln. So. Nochmal öffnen. So lange habt ihr noch dieses wunderschöne Assassin's Creed Bild vor euch. Ich habe ja schon länger mal angekündigt, dass ich gerne Assassin's Creed von Anfang an let's playen möchte, weil es gibt ja auch alle, also ohne Ende Teile, Alter. Kann es sein, dass Facebook heute krass überfordert ist? Boah, da geht's aber schon rein. Maurice Breuer, hi, wie geht's dir so? Danke, sehr gut. Alexander Tanne, hi. Hi. Geht gleich los, liebe Leute, geht gleich los. Wir daddeln heute ein etwas älteres Spiel, aber ich hoffe, das ist nicht schlimm. Weil ich möchte gerne alle Teile gerne irgendwann mal fertig Let's Played haben. Also ich habe Teil 1 und Teil 2 habe ich damals auf der PlayStation 3 gespielt, aber ich habe die nicht als Let's Play und ich fand die gar nicht so schlecht. Mal was Älteres. So. Hat das jetzt? Jetzt hat das. Assassin's Creed 1. Ja, du, aber bei mir irgendwie läuft das gerade echt ganz, ganz lahm. Weiß auch nicht warum. Kann auch sein, dass ich gleich nochmal was an den Einstellungen ändern muss. So, dann wollen wir jetzt herein, aber ins Spiel. So, zack. Ich mache mir nochmal Vollbild an. Spielen werde ich mit dem Xbox One Controller. Und, liegt nicht an Facebook, liegt an mir. Ne? Ach, Alexander Tanner, wie schaut's aus mit 15.03? Ja, dafür muss ich die Zeit finden, Alter. Aber hallo. Aber Bock habe ich ja gesagt. So, wir fangen an. Ganz schön grell. Und ich richtete mein Herz darauf, die Weisheit zu erkennen und die Torheit und Narrheit. Ich erkannte das. Ach, wie geil ist das denn? Es steht gar nicht als A und als B da. Drücken Sie, um die Kamera zu zentrieren. Oh. Und die Erkenntnis wird mir das Wunder. Warum kann ich denn die Kamera nicht drehen? Jetzt habe ich irgendjemanden einfach mal eine gegeben. Es gibt ein Problem. Gehen. Ich kann ihn nicht in der Erinnerung verankern. Er lehnt die Behandlung ab und Alter. Zieht sich zurück. Voll Psycho! Desmond, versuchen Sie sich zu entspannen. Ah, okay, hier war die Kamera. Erkennen Sie das nicht, was Sie sehen, real ist? Nur Bilder ja. aus der Vergangenheit. Wer hat mir gerade eine gegeben? Hast du mir eine gegeben? Einen Moment, Mister. Er passt sich an. Das erste Mal ist nie live. Ist das eklig? Es geht schief. Das reicht, Miss Dirne. Ich habe echt vergessen, dass das so schlimm ist. Okay, wir werden jetzt versuchen, sie da rauszuholen. Ja, jetzt komm, hol mich raus, ich will endlich richtig spielen. Danke. Welchen Teil ich zocke? Alter, guck in die Videobeschreibung, da steht's. Alles okay? Erste. Ich sagte doch, dass ihm nichts passiert. Schweine! Na, na, ich habe gerade ihr Leben gerettet. Mein Leben gerettet? Sie haben mich... Alles klar, Herr Tanner, gute Nacht. Ding angeschlossen. Animus. Es ist ein Animus. Ich kenne Sie noch nicht einmal. Warum tun Sie mir das an? Sie haben Infos, die wir benötigen, Mr. Miles.
Informationen? Ich bin ein Barkeeper, verdammt! Was wollen Sie von mir? Lernen, wie man einen Martini mixt? Wir wissen, wer Sie sind. Was Sie sind. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Spielen Sie nicht den Dummen. Wir haben keine Zeit. Sie sind ein Assassine. Und ob es Ihnen klar ist oder nicht... Wie schlecht die Synchro damals war. ...meine Arbeitgeber haben wollen. Es ist tief in Ihrem Kopf verborgen. Aber ich bin kein Assassine. Nicht mehr. Ja, das steht auch in unseren Akten. Irgendwas von einer Flucht. Sehr zum Glück für uns. Was wollen Sie von mir? Dass Sie tun, was wir Ihnen sagen. Der Animus wird uns helfen, zu finden, was wir suchen. Wenn wir es haben, können Sie gehen. Ich gehe da nicht wieder rein. Dann legen wir Sie ins Koma und machen alleine weiter. Ja, frech. Und wenn wir fertig sind, lassen wir Sie sterben. Ehrlich gesagt, der einzige Grund, dass Sie noch bei Bewusstsein sind, ist, dass es uns viel Zeit erspart. Nein, Pedro Player. Also was nun, Mr. Miles? Ich hab das Spiel und ich hab's oder sterben. 10 Minuten mal angezockt. Legen Sie sich hin. So, drücke eine beliebige Taste, um zu interagieren. Na, dann legen wir uns mal hin. Ich finde es ein bisschen blöd, dass nicht so A, B, X, Y angezeigt wird. Wo bin ich? Kann ich mich umgucken? Ah ja. Das heißt, Inneren des Anus. Ein Projektor, der genetische Erinnerungen in 3D erzeugt. Genetische Erinnerung? Scheinbar brauchen Sie eine Art Einweisung. Nun gut. Wir fangen ganz einfach an. Ja, dann erzähl Was mal. Was ist eine Erinnerung, Mr. Miles? Eine Aufbereitung früherer Ereignisse. Spezifisch für die Person, die sich daran erinnert. Ja, sicher. Was, wenn ich Ihnen sagen würde, dass ein Mensch nicht nur seine individuellen Erinnerungen besitzt, sondern auch die seiner Vorfahren? Genetische Erinnerungen, wenn Sie so wollen. Wanderung, Winterschlaf, Fortpflanzung. Woher wissen Tiere, was sie wann und wo tun sollen? Das ist der Instinkt. Jetzt streiten wir uns um Worte, Mr. Miles. Wie Sie es auch nennen. Die Tatsache bleibt, diese Wesen verfügen über Wissen, das in ihrer individuellen Erfahrung nicht enthalten ist. Ich habe 30 Jahre gebraucht, um zu verstehen, warum. Ich habe etwas Faszinierendes entdeckt. Unsere DNS fungiert als Archiv. Sie enthält nicht nur genetische Baupläne von früheren Generationen, sondern auch deren Erinnerungen. Ja, ja. Erinnerungen unserer Vorfahren. Boah, ich will endlich ein Spiel. Sie diese DNS-Daten dekodieren und lesen. Exakt. Aber es geht nicht. Das ist die Erinnerung, auf die wir zugreifen möchten. Ah, ärgerlich. Aber wenn wir versuchen, sie zu aktivieren, zieht sich ihr Geist zurück. Ihnen fehlt das Vertrauen, in den Körper ihres Ahnen zu schlüpfen. Das ist auch eben passiert. Sie wurden aus der Zielerinnerung gestoßen und kehrten zurück in einen stabileren Zustand. Ärgerlich. Warum? Ihr Unterbewusstsein. Es wehrt sich. Wir haben ähnliche Reaktionen bei Patienten festgestellt, die hypnotisiert werden, um traumatische Vorfälle wiederzuerleben. Wir müssen vorsichtig sein. Und auch dann gibt es Probleme. Und was machen wir jetzt? Wir finden eine Erinnerung, die Sie akzeptieren können. Sie werden sich daran gewöhnen. Langsam aber sicher. Noch näher kommen wir nicht ran. Also müssen wir hier anfangen. Ja, dann lass mich doch rein. Ich lade jetzt das Einführungsprogramm. Holst du dir Yooka-Laylee? Achso, das ist dieses Banjo-Kazooie, das neue. Weiß ich nicht. Weiß ich wirklich nicht, wie ich das hole. Datenstrom instabil. Versuche, Synchronität wiederherzustellen. Ja, mach mal. Hallo, Subjekt 17. Dieses Tutorial wurde erstellt, damit Sie sich besser mit der Steuerung des Animus... Ah, die Grafik ist immer noch gut dafür, dass das Spiel 10 Jahre alt ist. Anweisungen folgen in Kürze. Der Synchronitätsbalken zeigt, wie synchron Sie mit den Erinnerungen Ihres Ahnen sind. Falls Sie jemals asynchron werden... stellt der Animus die letzte synchrone Position wieder her. Es droht eine komplette Desynchronisierung. Bitte befolgen Sie die kommenden Anweisungen, um die Systemstabilität wiederherzustellen. Der Animus benutzt ein Puppenspielerkonzept, um die Aktionen Ihres Ahnen zu steuern. Ich lade Subroutinen, um die Anpassung Ihres Körpers an den Animus zu überprüfen. Wir beginnen damit, die Standardaktionen aller Eingaben kennenzulernen. Oh, hier ist die Steuerung aber ganz schön morgs, sehe ich gerade. Weil eigentlich ist die ja oben drauf. Benutzen Sie die Kopftaste, um Ihre Umgebung zu erkunden. So, jetzt drücken wir mal Y, da passiert nichts. Jetzt drücke ich aber hier X. So,
So, da stimmt was nicht. Gut. Da muss ich noch was umstellen. Nutzen Sie nun Ihre leere Hand, um durch die Krugträger zu gelangen. So, und das geht auch komischerweise auf Y. Gehen Sie zu der Markierung, um die Synchronisierung fortzusetzen. Da will ich doch. Kann ich jetzt hier pausieren und die... nein, kann ich nicht. Oder geht das über Escape? Ah ja, geht. Wie mir scheint, ist die Steuerung nicht ganz geil. Steuerung anpassen. Controller. Vor Windows. Müssen wir mal so machen. So, mache ich alles mal per Hand. Vorste Kamera nach unten und oben schwingen. Nach links und rechts. So, da ist ja schon so eine Sache. Wie war denn die Steuerung früher? Das hat man doch auch alles mit dem rechten Stick gemacht, oder bin ich blöd? Vorwärts, länger oder auffälliger Modus, irgendeine Taste 5, was auch immer die Taste 5 ist. Mehrwegschalter. Versteckte Klinge. Das ist alles hier im Shortcut-Menü, alles klar. So, Kamera nach oben. Kamera nach unten, Kamera nach links und Kamera nach rechts schwenken. So. Kamera zentrieren. Machen wir die Taste. Pause ist hier. So. Jetzt ist es richtig. So. Ja, rastet aus. Ja, jetzt fühlt es sich auch gleich viel besser an. Obwohl, das hoch runter, das könnte noch... Egal. So, lass mich durch. Oh, ich könnte auch gleich töten. So. Gut gemacht. Passt besser. Also irgendwie hat er das Scheiß übernommen. Der Animus unterscheidet zwischen zwei unterschiedlichen Modi. Unauffällig und auffällig. Unauffällige Aktionen sind sozial akzeptiert. Drücke Taste 5. Auffällige Aktionen sind eher actionorientiert. Halten Sie die Modustaste auffällig gedrückt, um zu sehen, wie Ihr Heads-Up-Display den Kontext der Puppenspieler-Eingaben verändert. Ist das hier die Taste? Exzellent. Ja. Okay, das ist das Laufen. Das ist die Lauftaste. Wir setzen die Synchronisierung fort, indem wir einige auffällige Aktionen testen. Greifen und werfen Sie dieses Individuum gegen die Markierung, indem Sie die leere Handtaste im auffälligen Modus benutzen. Alles klar. Also ich halte gedrückt und dann der auffälligen Modus. Ich laufen will. Benutzen Sie die Beintaste im auffälligen Modus, um zu sprinten. Sprinten ist sehr nützlich, um zu fliehen oder ein flüchtendes Ziel einzuholen. Verstehe ich. Passen Sie aber auf, nicht mit jemandem zusammenzustoßen. Sie könnten stolpern und zu Boden fallen. Sie könnten stolpern. Sprinten und erreichen Sie die Markierung vor diesem Mann. Okay, ja, man lernt jetzt erstmal echt alles kennen. Lass mich durch, du Spacken. Gut gemacht. Ich geb dir eine. Geht nicht. Ich kann ihm leider nicht einfach eine reinhauen. Der Animus versorgt Sie mit weiteren wichtigen Informationen. Das Symbol sozialer Status gibt Ihnen Aufschluss über Ihren Zustand. Die unterschiedlichen Zustände werden bald im Kontext erklärt. Dieses Symbol erscheint, wenn ein Soldat Sie ansieht. Die gelbe Farbe bedeutet, dass der Soldat sich Ihrer entweder nicht bewusst oder misstrauisch ist. Um die Zustandsänderung zu illustrieren, greifen Sie diesen Soldaten nun unauffällig an. Schalten Sie ihn zunächst als Ziel auf. Nun wählen Sie Ihre verborgene Klinge. Welcher ist für die verborgene? Gehen Sie mit ausgewählter Klinge zu dem Soldaten und drücken Sie auf die Waffenhandtaste, um ihn zu töten. Ja. Ziel erfasst. Achso, die Klinge war einfach ausgewählt. Okay. Die Steuerung, weiß ich noch, war im ersten nicht so geil. Die Leiche hat den Soldaten alarmiert und seinen Zustand auf informiert geändert, wie die rote Zeugenanzeige zeigt. Aggressive Aktionen und sozial inakzeptables Verhalten
werden nun höchstwahrscheinlich zu einer bewaffneten Reaktion führen. Provozieren Sie den Soldaten. Beachten Sie, dass sich Ihr Status auf entdeckt verändert hat. Benutzen Sie nun die Leiter und versuchen Sie, den Sichtkontakt zu unterbrechen. Mache ich. Denkst du, du kannst mir ab? Denkst du, kannst mir davonlaufen? Exzellent. Der Sichtkontakt wurde unterbrochen. Rennen Sie zum Dachgarten, um sich zu verstecken. Aha. Untertauchen. Gut. Weg ist er. Der Status zeigt an, dass Sie versteckt sind, aber der Soldat immer noch nach Ihnen sucht. Warten Sie, bis sich Ihr Status erneut ändert. Okay, das ist jetzt gerade echt ein bisschen lame, aber ich muss ja erstmal das Spiel kennenlernen. Ich habe das voll vergessen, dass das sowas war mit auffälliger Modus oder nicht. Das gab's im zweiten Teil schon nicht mehr. Und können Ihr Versteck verlassen. Exzellent. Haha. Durch Anonymität füllen Sie Ihren Synchronitätsbalken und erleichtern sich Ihre Aufgaben als Assassine. Es gibt verschiedene Orte, an denen Sie sich verstecken können. Aber Sie müssen immer den Sichtkontakt unterbrechen, bevor Sie in einem Versteck verschwinden können. Jo. Ja, was soll ich jetzt irgendwas machen? Nein, soll ich nicht. Mensch, vorhin war die Frage, ob ich ein bisschen Ostern feiere. Wie feiert man denn Ostern? Das Untertauchen so. An. Mit der Beintaste im Modus unauffällig können Sie untertauchen. Sie können einen Gelehrten imitieren, um unbemerkt an Soldaten vorbeizukommen. Ja, ich bin ein Gelehrter. Jetzt, um die Markierung hinter dem Soldaten zu erreichen. Gut. Geschafft. Hallo Rotkäppchen. Nun, da Sie synchron sind, verfügen Sie über eine neue Fähigkeit. Oh, hallo Joel. Der sechste Sinn namens Adlerauge hat Ihrem Ahnen geholfen, die Absichten der Menschen in seiner Umgebung zu verstehen. Gut gemacht. Okay. Ups. Ja, alles klar. Hätte ich gedrückt halten müssen. Danke dir. Jetzt, komm, ich will jetzt meucheln. Das Adlerauge steht Ihnen nur zur Verfügung, wenn Sie völlig synchron sind. Bedenken Sie, um synchron zu bleiben, sollten Sie dem Credo der Assassinen, der Lebensart Ihres Ahnen folgen. Bleib mal schön synchron, Digga. Das Credo hat drei Gebote. Erstens, verletzen Sie nie einen Unschuldigen. Zweitens, bleiben Sie diskret. Drittens, gefährden Sie die Bruderschaft nicht. Wenn Sie an Synchronität verlieren, können Sie diese wiederherstellen, indem Sie Schlüsselmomente im Leben Ihres Ahnen nachempfinden oder indem Sie das Credo befolgen. Sie haben das Tutorial erfolgreich beendet. Gott sei Dank. Der stabilste Gedächtnisabschnitt wird nun geladen. Endlich darf ich meucheln. Schön auf die SIM-Karte wird's gespeichert. Ah. Wartet, es muss einen anderen Weg geben. Er muss nicht sterben. Oh, was mir auffällt, fehlt, besser gesagt, und mir auffällt, ist, wo ist denn Untertitel? GPS-System an, Waffensystem, da ist es nicht. Ist das bei Audio? Da ist es auch nicht. Ist bei Grafik? Schatten? Nee, anscheinend gab es damals keine Untertitel. Ich dachte, die gäbe es. Die mache ich ja eigentlich immer an, wenn ich Let's Player. Exzellenter Streich. So. Das Glück ist eure Klinge hold. Nicht Glück. Geschick. Seht mir gut zu, vielleicht könnt ihr noch etwas lernen. Fürwahr. Er wird euch lehren zu vergessen, was unser Meister uns lehrte. Und wie hättet ihr es getan? Ich hätte keine Aufmerksamkeit erregt. Ich hätte nicht das Leben eines Unschuldigen genommen. Ich wäre unserem Credo gefolgt. Hat der dreckige Zähne. Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Eines Tages werdet ihr diese Worte verstehen. Nicht wie wir unsere Aufgabe lösen zählt, nur dass sie gelöst wird. Das ist nicht der Weg. Mein Weg ist besser. Ich kundschafte voraus. Versucht uns nicht noch mehr zu entehren. Was ist unsere Mission? Mein Bruder sagt es mir nicht. Nur, dass es eine Ehre ist, teilnehmen zu dürfen.
Der Meister glaubt, dass die Templer etwas unter dem Tempelberg entdeckt haben. Ein Schatz? Ich weiß es nicht. Aber unser Meister hält es für wichtig. Sonst hätte er mich nicht entsandt, es zu holen. Na endlich, jetzt darf ich. Ziel erfassen. Und knack. Dort. Oh. Das muss der Schrein sein. Nein, hey, ich stehe hier verkehrt rum. Ah, da. Die Bundeslade. Seid nicht dumm. Die gibt es nicht. Das ist nur eine Mär. Was ist es dann? Schweigt! Da kommt jemand. Wir müssen dieses Tor hinter uns lassen. Je eher wir es haben, desto eher können wir uns um diese Schakale aus Massiaf kümmern. Robert de Sable. Sein Leben gehört mir. Nein. Wir sollen den Schatz bergen und Robert nur angreifen, wenn es unerlässlich ist. Er steht zwischen uns und dem Schatz. Es ist unerlässlich. Zurückhaltung, Altair! Ihr meint Feigheit. Dieser Mann ist unser ärgster Feind. Und hier ist eine Gelegenheit, ihn loszuwerden. Ihr habt schon zwei Regeln unseres Credos gebrochen. Brecht nicht auch die dritte. Bringt keine Schande über die Bruderschaft. Ich stehe über euch. Sowohl im Titel als auch im Können. Ihr solltet mich besser nicht in Frage stellen. So, darf ich jetzt kaputt machen hier? Okay, da sind also ein paar People. Einfach runtergehen ist Blödsinn, oder? Mal hier das Adlerauge benutzen. Ja. Dann werde ich jetzt wahrscheinlich in meinen ersten Kampf rutschen. Halt, Templer! Ihr seid nicht die Einzigen. Okay, jetzt darf ich kämpfen. Nun, das erklärt meinen fehlenden Mann. Meinen fehlenden Mann. Ja. Blut. Nein, nicht! Ja. Ihr wisst nicht, worauf ihr euch einlasst. Ich schone euch nur, damit ihr eurem Meister diese Botschaft überbringt. Das Heilige Land ist für ihn verloren. Er sollte fliehen, solange er die Gelegenheit dazu hat. Bleibt und ihr seid alle des Todes. War die Synchro vor 10 Jahren so schlecht oder nur bei Assassin's Creed? Jetzt mal ehrlich. Das ist so gelangweilt. Ihr seid nicht tot, ich. Wow. Zu den Waffen. Tötet die Assassinen. Wo soll ich hin? Okay. Aber spielerisch sieht das also immer noch ganz gut aus. So. Hoch mit dir. Ah ja, das hatte ja diesen super guten Laufweg. Aber ich habe eigentlich gedacht, der leuchtet auch noch extrem stark. So. Wie ich gehen und laufen muss, aber nee, das war's nicht. Ich weiß noch, wie ich dieses Spiel gespielt habe und nicht wusste, was sie überhaupt von mir wollen. Hieran erinnere ich mich dagegen schon sehr. Ja. Wie schön, euch unverletzt zu sehen. Nein, bei dem Teil nicht. Die Mission war ein Erfolg. Ist der Meister in seinem Turm? Ja, ja. Immer die Nase in seinen Büchern. So, wo ist der Turm? Muss ich da oben hin? Euch, Bruder. Friede sei mit euch, Altair. Und mit euch. Hau rein, Keule. Oh. Das GPS am unteren Bildschirmrand zeigt. Okay, weil GPS gab es damals schon. Ich könnte ihn jetzt natürlich auch einfach killen. Machen wir aber nicht. Erstmal reinkommen. Ja. Ich weiß, wenn man einmal das Kampfsystem verinnerlicht hat, ist es auch nicht schwer. Nein, da wollte ich nicht rein. Raus mit dir. Aber doch, die Gra... Also es ist schon krass gealtert. Also das nehme ich jetzt schon wahr gerade. Das war aber nicht zu hoch, ne? Nein.
So, hier sind die Assassinen. Was ist jetzt los? Okay, war ja gar nicht so weit. Wovor rennt er denn weg? Warum ist er in solcher Eile? Warum ist der in solcher Eile? Oh doch, da war ich richtig. Ruhig bleiben. Ah, endlich kehrt er zurück. Abbas, wo sind die anderen? Seid ihr vorausgeritten, um zuerst zurück zu sein? Ich weiß, ihr teilt euren Ruhm nur ungern. Schweigen ist eine andere Form der Zustimmung. Habt ihr nichts Besseres zu tun? Der kann nicht Meister reden. Schickt mich. Er wartet in der Bibliothek. Beeilt euch. Sicher könnt ihr es nicht erwarten, seine Stiefel zu lecken. Noch ein Wort und meine Klinge bringt euch zum Schweigen. Dafür haben wir später noch Zeit. Was ich auf jeden Fall ändern muss, ist die Lautstärke. Die, wo haben wir es denn da? Musiklautstärke kann ein bisschen runter. Und auch die hier. Aber das, was gesprochen wird, sollte ruhig ein bisschen lauter sein. Ah ja, hier lerne ich ja dann das Kämpfen erst. Stimmt. Welche Ehre. Der Meister erwartet euch. So, da ist der Meister. Okay. Altair. Meister. Tretet vor. Erzählt mir von eurer Mission. Ich vertraue darauf, dass ihr den Schatz der Templer geborgen habt. Es gab Schwierigkeiten, Meister. Robert de Sable war nicht allein. Wann verläuft es jemals wie geplant? Unsere Fähigkeit zur Anpassung macht uns zu dem, was wir sind. Dieses Mal hat es nicht gereicht. Wie meint ihr? Ich habe versagt. Der Schatz? Ist verloren. Und Robert? Geflohen. Ich schickte euch, meinen besten Mann, um eine Mission zu erfüllen, die wichtiger war als alle davor. Und ihr kehrt zurück mit nichts als Entschuldigungen und Ausflüchten? Ich... Sprecht nicht weiter! Kein Wort mehr! Das habe ich nicht erwartet. Wir müssen eine neue Truppe zusammenstellen. Ich schwöre, ich werde ihn finden. Ich gehe und... Nein! Ihr werdet gar nichts tun. Ihr habt genug angerichtet. Wo sind Malik und Kadar? Tot. Nein! Nicht tot. Die Grafik ist aber auf dem höchsten Stand, Rotkäppchen. Malik, ich lebe wenigstens mehr noch. Geht da nicht. Und euer Bruder? Erschlagen. Wegen euch! Robert trieb mich aus dem Raum. Es gab keinen Weg zurück. Ich konnte nichts tun. Weil ihr meine Warnungen in den Wind geschlagen habt. Es hätte vermieden werden können. Und mein Bruder... Mein Bruder könnte noch leben. Eure Arroganz hätte uns beinahe den Sieg gekostet. Beinahe? Ich habe, woran euer Günstling scheiterte. Hier, nehmt es. Obwohl es scheint, als wäre ich mit mehr als nur ihrem Schatz zurück. Meister, wir werden angegriffen. Und jetzt darf ich fighten. Das Dorf vor Masyaf. Also sucht ihr den Kampf. Nun gut, ich werde ihn nicht abweisen. Geht, sagt es den anderen. Die Festung muss vorbereitet werden. Hi Michi, habe ich schon Hi Michi gesagt? Was euch angeht, Altair, unser Gespräch wird warten müssen. Geht zum Dorf. Vernichtet die Angreifer. Vertreibt sie aus unserer Heimat. So wird es geschehen. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. So. Auf geht's! Altair, gut, dass ihr da seid. Wir brauchen Hilfe. Was ist geschehen? Templer. Sie griffen das Dorf an. Die meisten von uns konnten entkommen. Die meisten. Aber nicht alle. Was also soll ich tun? Lenkt die Templer ab. Beschäftigt sie. Und ich rette die, die noch dort festsitzen. Wie ihr wünscht. So, Waffen. Versteckte Klinge, Schwert, okay, alles klar. Ah, so kann ich das Schwert rufen, alles klar.
Angreifen, rempeln, sprinten, laufen. Oh, da kann ich nicht rüber. Da wäre es mir nicht gut ergangen. Ah, hier. Wo ist blocken? Ich weiß immer noch nicht, wie ich blocke. Oh. Steh auf. Hä? Hol das Schwert wieder raus, du Stoffel. Drücke die Taste, um anzugreifen. Okay. Alles klar. Immer in dem Moment, wenn er angreift. Dann drücken. Dann sitzt es. Da hinten ist noch ein Templer. Kann ich den schon markieren da? So. Na los nochmal. Ich sehe nichts, danke. Ja, mit dem Konter ist man super stark, ne? Ah, da war ich zu langsam. Okay. Ich muss erstmal reinkommen. Es tut mir leid. Ich hab vergessen, wie hier gekämpft wird. Und wieder kaputt. Aber die drei kann ich doch sicher noch platt machen. Nein, darf ich nicht. Schade. Wo muss ich hin? Wieder hoch. Nee, da muss ich hin. Al-Mualim ist noch nicht fertig mit uns. Ah, da muss ich hin. Wo gehen wir hin? Nach oben. Wir haben eine Überraschung für unsere Gäste. Haltet euch an mich. Schon bald werdet ihr verstehen. Das habe ich immer gehasst, dass die Videosequenzen so sind. Gibt es einen Grund für diesen Schabernack? Gibt es einen Grund für diesen Schabernack? Jo, ich hatte Bock auf die alte Assassin's Creed Reihe. Geht auf diese Plattform, Altair. Also. Zurück, was ihr gestohlen habt! Ihr habt kein Anrecht darauf, Robert. Zieht ab, sonst bin ich gezwungen, eure Reihen weiter zu lichten. Ihr treibt ein gefährliches Spiel! Ich versichere euch, es ist kein Spiel! So sei es! Bringt mir die Geisel! Ja, du, ein Dislike ist vielleicht nicht das Spiel, was die gern gesehen hätten, aber ich spiele halt das, worauf ich Bock habe. Eure Vorräte sind begrenzt. Wie lange, bis eure Festung von ihnen zerbröckelt? Wie standhaft seid ihr, wenn die Brunnen versiegen und die Mägen leer sind? Meine Männer fürchten den Tod nicht, Robert. Sie heißen ihn willkommen und die Erlösung, die er bringt. Gut, dann sollen sie Erlösung erhalten. Folgt mir und tut es ohne zu zögern. Zeigt diesem tumpen Recken, wie es ist, keine Furcht zu kennen. Herauf zum Herrn! Der Todessprung. Ja, ich bin doch schon an der Kante. Hallo? Ich darf nichts machen. Achso, jetzt. Ah, mein Bein! Mein Bein! Still! Oder die Tempel.
Adler werden uns hören. So, schnell darüber. Soll ich sie wahrscheinlich von hinten erstmal killen? Bleibe zurück und kümmere mich um. Ihr müsst alleine weiter. Diese Seile führen euch zu einer Falle, die wir aufgestellt haben. Geht und löst sie aus. Lasst den Tod auf unsere Feinde regnen. Mach ich. Ne, da komme ich nicht hoch. Nein, halt dich fest. Halt dich fest. Scheiße. Hä? Warum macht denn der das nicht so, wie ich das will? Hier hoch. Achso, da kann er nicht hingreifen, alles klar. Ich dachte, das wäre so ein Stein, der so ein bisschen rausragt. Ne, muss ich hier hin. Ja, springen. Macht er nicht. Hä, was soll ich denn jetzt machen? Er klimme die Wand, das ist mir schon klar. Aber er will da nicht hoch. Ei, hä? Einmal die Kamera ein bisschen umgestellt, schon geht's. Ist ja auch verrückt. Ja, okay, kann sein, dass das noch ein bisschen krass buggy ist. Ich weiß es nicht. Oder ich war zu weit entfernt, wenn ich das richtig gesehen habe gerade. So. Greifen. Schnetze mal ein bisschen. Geschafft, Robert von hier zu vertreiben. Sein Heer ist versprengt. Es wird lange dauern, bis er uns wieder gefährden kann. Sag mir. Wisst ihr, warum ihr Erfolg hattet? Ihr habt zugehört. Hättet ihr doch nur in Salomons Tempel zugehört. Ich hab zugehört. All das hätte vermieden werden können. Ich tat nur, wie mir geheißen wurde. Nein, ihr tatet, was euch beliebte. Malik berichtete mir von eurer Arroganz, eurer Respektlosigkeit gegen unsere Lehren. Hallo. Was tut ihr? Es gibt Regeln. Wenn wir das Credo der Assassinen nicht befolgen, sind wir nichts. Drei einfache Gebote, die ihr, wie es scheint, vergessen habt. Ich werde euch erinnern. Als erstes und oberstes, haltet eure Klinge fern vom Fleisch Unschuldiger. Ich weiß. Patsch. Und hütet eure Zunge, sofern ich euch nicht auffordere, sie zu benutzen. Wenn euch die Gebote so geläufig sind, warum habt ihr dann den alten Mann im Tempel getötet? Er war unschuldig. Er musste nicht sterben. Euer Hochmut kennt keine Grenzen. Lasst Demut in euer Herz, mein Kind. Oder ich schwöre, ich werde es mit eigenen Händen rausreißen. Das zweite Gebot verleiht uns unsere Stärke. Verbergt euch in der Masse. Lasst das Volk eure Maske sein, auf das ihr euch mit der Menge verschmelzt. Erinnert ihr euch? Denn mir kam zu Ohren, dass ihr euch gezeigt habt, vor der Tat Aufmerksamkeit erregt habt. Das dritte und letzte Gebot. Black Flag kommt auch noch, Rotkäppchen. Gefährdet die Bruderschaft nicht. Seine Bedeutung sollte klar sein. Eure Taten dürfen uns niemals schaden, direkt oder indirekt. Und doch hat euer hochmütiges Handeln in Jerusalem uns alle in Gefahr gebracht. Schlimmer noch, ihr habt den Feind zu uns geführt. Jeden, den wir heute verloren, verloren wir wegen euch. Es schmerzt mich, wahrlich. Aber ich kann keinen Verräter dulden. Oh. Ich bin kein Verräter. Eure Taten sprechen eine andere Sprache. Und so lasst ihr mir keine Wahl. Friede sei mit euch, Altair. Viel zu spät. Ich bin tot. Hat eine weit höhere Anpassungsrate als jeder andere Tester. Ich hole ihn da raus. Er war viel zu lange da drin. Nein, noch nicht. Wir haben noch so einen weiten Weg vor uns. Das ist zu gefährlich. Was sind schon 1-2 Stunden? Warum diskutieren wir das nicht im Konferenzraum? Gönnen wir Desmond eine Minute Ruhe.
Ach, ich weiß wirklich nicht warum. Warren, bitte. Gut. Ich finde dieses Gewummer hier finde ich sehr, sehr anstrengend für die Ohren, echt. So, jetzt kann ich als der hier rumrennen, toll. Ich glaube, mit dem konnte ich doch gar nichts machen, oder? Kann ich mich nicht einfach wieder hinknallen? Nein, kann ich nicht. Da vorne kann ich die belauschen, dann machen wir doch das. Mann, ich kann mich nicht mal umziehen. Ah. Meine Autorität in Frage stellen. Es gibt ein Wort dafür. Ich glaube, man nennt es Insubordination. Und ich mag es nicht, wenn sie ihn töten, bevor wir unsere Arbeit beendet haben. Dafür gibt es auch ein Wort. Dumm. Dumm. Lucy, das ist nicht meine Entscheidung. Ich mache die Deadlines nicht. Aber ich bin klug genug, sie nicht in Frage zu stellen. Wollen Sie wie Lila enden? Ich weiß, der Unfall hat alles verändert. Weshalb wir keine Zeit haben, ihn zu verhätscheln. Wenn Sie ihn zu hart rannehmen, wird er zumachen. Und dann haben wir nichts. Jetzt haben wir auch nichts. Aber wir werden. Wir brauchen nur ein bisschen Geduld. Fein. Aber ich möchte, dass Sie sich Gedanken über seine Verweildauer machen. Wir können nicht bei jedem Schweißausbruch abbrechen. Schlimm genug, dass wir uns durch all diese nutzlosen Erinnerungen durcharbeiten müssen. Ich tue, was ich kann. So. Also schon kleiner Spoiler, ich muss mich durch viele nutzlose Erinnerungen durchkämpfen. Das Game, was hier gerade läuft, habe ich noch nicht gespielt. Habe ich, wie gesagt, auch nur damals 2007 gespielt, als es rauskam. So, können wir weitermachen, Leute? Wir sind fertig für heute, danke. Mr. Miles. Ich schlage vor, Sie gehen in Ihr Zimmer und ruhen sich aus. Ach so. Verdammt, abgeschlossen. Verdammt. So, dann los, einfach pennen hier. Ah. Ja. Der nächste Morgen. Mann, aufwachen, Hase. Unheimlich, Küsschen doch, links. Sie so beim Aufwachen über mir stehen. Haben Sie mich beobachtet? Wir beobachten Sie ständig. Stehen Sie auf, es gibt viel zu tun. Ich frage mich, wen ich heute töten werde. Seien Sie nicht so anmaßend. Ihre Vorfahren hatten fast die richtige Idee, Mr. Miles. Wenn der Tod weniger, erst recht böser Menschen, die Leben Tausender retten kann, nun, dann ist es ein kleines Opfer. Was meinen Sie mit fast? Sie gingen nicht weit genug. Um einen etwas abgegriffenen Vergleich zu verwenden, Korruption ist wie ein Krebsgeschwür. Schneidet man die Tumore raus, aber übersieht den Ursprung. Nun ja, bestenfalls gewinnt man etwas Zeit. Es gibt keine wirkliche Chance ohne einen umfassenden systematischen Eingriff. Chemo für die Massen. Erziehung. Umerziehung, um genau zu sein. Ja, aussieht. Aber es ist nicht einfach. Und es klappt nicht immer. Lassen Sie mich raten. Sie haben eine bessere Lösung. Wie heißt sie? Dann würde ich es ja verraten. Der Gesichtsausdruck gerade beim Lachen. Ich bin voll scheiße animiert. Na los. Ich weiß gar nicht, ich glaube, man kommt 5 oder 6 Mal, soweit ich mich noch erinnern kann, in diese Welt. Also in die heutige Zeit. Animus-Entwicklerteam kann ich mir angucken. Natürlich fortsetzen. Animus verlassen. Nein, ich will dieses Gewummer auf meinen Ohren loswerden. Wurden Sie entdeckt? Stoßen Sie die Leute aus dem Weg, um ihre Geschichte. Jawohl. Lebe. Aber ich sah euch zustoßen, fühlte die Umarmung des Todes. Ihr saht, was ich euch sehen ließ. Und dann fielt ihr in den Schlaf der Toten. Der Ungeborenen.
auf das ihr erwachen würdet und wiedergeboren. Aber warum? Erinnert ihr euch, Altair, wofür die Assassinen kämpfen? Frieden in allen Dingen? Ja, in allen Dingen. Es ist nicht genug, die Gewalt zwischen den Menschen zu beenden. Es geht auch um den inneren Frieden. Das eine geht nicht ohne das andere. So sagt man. So ist es. Aber ihr, mein Sohn, habt den inneren Frieden nicht gefunden. Dies zeigt sich auf schändliche Weise. Ihr seid arrogant und hochmütig. Aber habt ihr nicht immer gesagt, dass nichts war und alles erlaubt ist? Ihr versteht die wahre Bedeutung dieser Phrase nicht, mein Kind. Sie erlaubt euch nicht zu tun, was euch gefällt. Es ist eine Lehre, die eure Sinne leiten soll. Sie setzt eine Weisheit voraus, an der es euch mangelt. Was soll nun aus mir werden? Ich sollte euch töten für das Leid, das ihr uns zugefügt habt. Malik hielt es für angemessen. Euer Leben für das seines Bruders. Aber es wäre eine Vergeudung meiner Zeit und eures Talents. Ihr werdet sehen, dass ihr eure Besitztümer verloren habt. Und euren Rang. Ihr seid ein Novize. Wieder ein Kind. So wie an dem Tag, an dem ihr unserem Orden beitratet. Ich biete euch Gelegenheit, euch reinzuwaschen und euch den Weg zurück in die Bruderschaft zu verdienen. Ihr habt schon etwas geplant? Zuerst müsst ihr beweisen, dass ihr euch erinnert, wie man Assassine wird. Ein wahrer Assassine. Also soll ich ein Leben nehmen? Nein, jetzt noch nicht. Zunächst werdet ihr nur ein Schüler sein. Ach. Das ist nicht nötig. Achso, ich kann hier auch rumlaufen. Eure Beute für euch, aber von heute an werdet ihr eure Beute selbst zur Strecke bringen. Wenn ihr das wünscht? Das ist es. Dann sagt mir, was ich tun muss. Wir wurden betrogen. Jemand hat Robert de Sable geholfen. Einer von uns. Lass uns ein vernünftiges Gespräch führen. Wir müssen ihn hierher bringen, um ihn zu verhören. Was könnt ihr über den Verräter sagen? Ah, das ist der Punkt. Mehr werde ich euch nicht sagen. Der Rest liegt bei euch. So. Oh, da verliere ich schon Energie. Waffe verloren, Schwert. Sie wurden degradiert. Kurzschwert. Verloren Konterkills. Verloren Wurfmesser. Alles scheiße. Gibt es keinen Grund für diesen Schabernack? Er ist verrückt. Warum tut er das wohl? Danke sehr. Ich versuche, wunderbaren Dampf in die Kamera zu pusten. Ja, Al-Mualem bat mich, euch zu helfen. Euch zu erinnern, wie wir unsere Beute machen. Ich weiß, wie es geht. Das mag sein, aber ich muss meinem Befehl folgen. Dann beeilt euch. Ja, wir haben viele Fertigkeiten zur Wahl. Ja, ja. Ja, ja. Lauschen, stehlen oder Gewalt einsetzen, um einzuschüchtern. Ja. Will ich. Erinnert euch. Dann mische ich mich unter das Volk und sehe, was ich in Erfahrung bringen kann. Ja, beginnt auf dem Marktplatz des Dorfes. Dort haben wir den Verräter zuerst entdeckt. Ihr wisst, wer es ist? Mag sein. Gebt mir einen Namen und bringen wir es hinter uns. So funktioniert das nicht. Geht. Und denkt daran, auf dem Marktplatz des Dorfes zu beginnen. Jo. Das ist am Anfang echt ein bisschen nervig, dass man sich jetzt erstmal wieder zum Assassinen hinkämpfen muss. Und das hasse ich allgemein in Spielen, dass man am Anfang einfach alle Fähigkeiten hat, die es gibt. Ja. Und dann muss man erst so peu à peu, ja, erarbeiten. Was bringt das Ding hier? Okay, eine von 20 Flaggen eingesammelt. Warum tut er das? Fallen lassen. Warum tut er das? Warum ist er so? Ja, ja, immer schön unauffällig bleiben. Belauschen, setzen Sie sich auf die Bank. So, du siehst mich nicht. Ich gehe hier einfach lang. Miyamata! So. Ich weiß, was ich sah. So geht das. Masun öffnete das Tor.
Er ließ die Templer herein. Das müsst ihr Al-Mualim berichten. Ich kann nicht. Masun war nicht alleine. Jemand in der Festung hat ihm geholfen. Wie kommt ihr darauf? Er tauscht Briefe mit jemandem aus. Der Korbmacher überbringt sie für ihn. Das ist kein Grund zu schweigen. Ah, aber der Korbmacher hat ihm direkt vor dem Angriff einen Brief übergeben. Mich deucht, er enthielt den Befehl, das Tor zu öffnen. Es sieht aus, als ob der Zahnfleisch bluten hat. Er kann Masuns Komplizen benennen. Er ist verschwunden. Versteckt sich aus Angst, hineingezogen zu werden. Wahrscheinlich hat er sich in seine eigenen Körbe verkrochen. So. Jetzt soll ich den Korbmacher finden und wahrscheinlich soll ich ihn dann ein bisschen einschüchtern, sonst wäre da nicht dieses... Oh. Jetzt werden die Bauern wieder... Entschuldigung. Ich wollte nicht boxen. Nein, das war falsch, wie es aussieht. Kann ich ja gar nicht kontern. Ja, das war mega falsch, was ich da gerade gemacht habe. Ich dachte, ich sollte Ihnen eine geben. Schade. Benutzen Sie die geretteten Gelehrten, um unbemerkt. So. Geht's von hier nochmal da hoch. Oh, hier ist auch nochmal so eine Flagge. Pedro Player bleibt bis zum Schluss. Ja, wollen wir mal gucken, wie weit wir hier heute kommen. Was denkt dieser Mann sich nur? Was denkt dieser Mann sich nur? Scheiß Baum. Habt ihr das gesehen? Warum macht er das? So, das ist der Korbmacher. Taschendiebstahl. Ziel erfassen. Okay, ich soll den also was klauen. Okay, machen wir es anders. Dann gehe ich mal da. Ich dachte eigentlich, ich müsste ihm eine verpoolen. So. Bitte, nur einen. Wir haben bei dem Angriff alles verloren und nun haben wir keinen Platz für unser Getreide. Oh, das hätte ich erst machen müssen. Ich kann jetzt nicht. Habe zu tun. Ist das wegen dem Brief? Welcher Brief? Der Brief, den ihr bekamt, als ich herkam. Schlechte Kunde? Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Hört, ich werde sehen, was ich tun kann. Aber bitte, ich muss jetzt allein sein. Kommt später wieder. Wie ihr wünscht. Ey, fallen lassen, habe ich gesagt. Drücke und halte die im unauffälligen Modus, um das Opfer zu bestehlen. Okay. Verlassen Sie das Gebiet. Okay, ich habe es verkackt. Da kommt noch einer hinter mir her. Zack. Scheiße. Noch nicht mal einen Korbmacher kann ich beklauen. Okay. Wieder. Erneut. Hallo? Zu nah für den Taschendiebstahl. Vielleicht sollte ich mich hier erstmal kurz hinsetzen. Und chillen. Ich will doch zu weit entfernt. Ich mach doch alles richtig, oder nicht? So, okay. So. Hinsetzen.
Jetzt muss ich denjenigen finden, der das Ding geschrieben hat. Okay, alles klar. Gott, erbarme dich, er ist verrückt. Und einer neuen Welt, einer besseren Welt, in der alle Menschen gleich sind. Warum? Aber Männer wie Al-Mualim möchten diesen Traum zerstören. Ich sehe, wie ihr mich anblickt. Höre die Dinge, die ihr sagt. Ein Verräter? Ich bin kein Verräter. Al-Mualim ist derjenige, der uns betrügt. Den muss ich beklauen, oder was? Der heutige Angriff war nur der erste. Mehr werden folgen, bis ihr bereut. Gebt eure verschlagene Lehre auf. Erhebt euch gegen den Verrückten von Masyaf. Durchschaut seine Lügen. Ach, das hättet ihr besser nicht getan. Jemand muss hier angreifen. Was mach ich jetzt? Hä? Okay. So, redest du jetzt, du Penner? Was ist jetzt los? Irgendwie hängt mein Typ. Tolle Wurst. Ich würde sagen, das Spiel hängt. Oh nein. Kann ich damit was machen? Nein, auch nicht. Er kann sich nicht bewegen. Ich hänge irgendwie in diesem Balken fest. Na, tolle Wurst. Zusätzliche Erinnerungen aufrufen? Nee, das ist nicht. Kann ich da irgendwie rein? Nein, kann ich auch nicht. Ja, toll, was mache ich denn jetzt? Scheiße. Mein Typ hängt fest. Alles drücken, was geht. Ja. Scheiße. Machen wir mal Erinnerungen verlassen. Und gehen wieder rein. Kacke. Hoffentlich geht's genau da weiter. Fortsetzen. Lassen Sie sich Zeit. Befragung. Durch langsame Bewegungen. Okay, die Befragung ist fehlgeschlagen. Ist klar. Oh nein, jetzt sag aber nicht, ich muss alles normal machen. Nee, muss ich nicht. Abgerollt. So, ich muss nur runter zu dem Typen, den ich gerade eine gedonkt habe. Sehe ich echt scheiße. Oh, da oben ist auch so eine Flagge. Die nehmen wir auch mal mit. Alles das, was wir unterwegs mal finden, können wir mitnehmen. Hier war der Sammelwahn noch nicht so groß. Ich erinnere mich daran, ey, bei Assassin's Creed 2, da muss man ja dann irgendwann eine komplett eigene Stadt wieder sich erbauen. Und da war der Sammelwahn schon echt krasser. Ach, habe ich vorhin gar nicht wahrgenommen. Hier unten ist auch eine Zahl, wie weit das Ziel noch entfernt ist. Was er wohl vorhat. Seltsam. 44 Meter noch. Ah, so eine Kacke. Naja gut, vor Bugs war das Spiel nicht befreit. Gefreit. Wir stehen auf der Schwelle zwischen dieser und einer neuen Welt, einer besseren Welt. Jetzt erzähl nochmal. Tut mir echt leid wegen dem Hänger. Aber Männer wie Al-Mualim möchten diesen Traum zerstören. Der heutige Angriff war nur der erste. Mehr werden folgen, bis ihr bereut. Gebt eure verschlagene Lehre auf. Erhebt euch gegen den Verrückten von Masyaf. Diesmal schubse ich ihn gleich. Lügen. Und boxe nicht. Das war sehr. Oh! Mach den Schlüpper zu! Oh! Alter! So! Genug,
Ah, genug. Jetzt. Ich beuge mich. Dreimal geschubst. Recht geschwind. Ich habe kein Interesse an euren Spielchen. Warum habt ihr uns betrogen? Und in wessen Dienst steht ihr? Wir dienen den Templern. Das solltet ihr auch. Ihre Sache ist gerecht. Wir? Jamal, er hat mir von ihren Plänen erzählt. Bat mich, das Tor zu öffnen. Ihr habt uns verraten. Uns, die euch einen Bruder nannten und euch Schutz gewährten. Ich tat, was ich für richtig hielt. Und wenn ihr mich dafür töten müsst, so sei es. Ich fürchte den Tod nicht. Es ist nicht an mir, euer Schicksal zu entscheiden. Al-Mualem wird richten. Spule vor zu aktuelleren... Ah, okay, also einfach dreimal schubsen. Hätte ich das mal gleich gemacht. Euch vor, die Bruderschaft verraten und dem Feind die Tore geöffnet zu haben. Was entgegnet ihr diesen Vorwürfen? Ich leugne nicht. Ich bin stolz auf meine Tat. Ich bereue nur, dass ich scheiterte. Ich gebe euch Gelegenheit, Reue zu zeigen. Dem Bösen in eurem Herzen zu entsagen. Es ist nichts Böses in meinem Herzen. Nur Wahrheit. Ich bereue nichts. Dann werdet ihr sterben. Der Bart. Ihr habt euch bewährt, alter ihr. Und erneut das Recht erworben, eine Klinge zu tragen. Yes, ich kann töten. Was wird aus dem, der ihm geholfen hat? Das bleibt abzuwarten. Manche tun Böses aus Furcht oder Mir fehlt ein Finger. Sehe ich das richtig? Diese Männer können gerettet werden. Andere leiden unter kranken Vorstellungen. Ihr Geist ist verdreht und vergiftet. Diese Männer müssen vernichtet werden. Zeig mal deine Hand. Da. Werden wir wissen, zu welcher Sorte Jamal gehört. Dann habe ich eure Prüfung bestanden. Was nun? Ja, ihm fehlt ein Finger. Oh mein Kind. Sicher mal was geklaut. Wir haben gerade erst begonnen. Ich habe eine Liste mit 9 Namen drauf. 9 Männer, die sterben müssen. Es sind Unheilsstifter, Kriegstreiber. Ihre Macht und ihr Einfluss zerstören das Land und lassen den Kreuzzug andauern. Ihr werdet sie finden. Sie töten. Wenn ihr dies tut, sät ihr die Saat des Friedens. Für das Land und für euch selbst. Auf diese Weise könnt ihr euch reinwaschen. Okay. 9 Leben im Tausch für meines. Ein großzügiges Angebot, wie ich finde. Habt ihr noch Fragen? Nur, wo ich anfangen soll. Nun gut. Reitet nach Damaskus. Sucht den Schwarzmarkthändler namens Tamir. Lasst ihn den Ersten sein. Besucht den Verbindungsmann, wenn ihr dort ankommt. Ich schicke einen Vogel, der den Rafik von eurer Ankunft unterrichtet. Rafik! Ihr werdet sehen, er hat euch viel zu bieten. Kriege auch wieder eine Klinge zum... Wenn ihr das für das Beste haltet? Das tue ich. Und ohne seine Zustimmung könnt ihr eure Mission nicht beginnen. Was soll der Unfug? Ich brauche seine Erlaubnis nicht. Das ist Zeitverschwendung. Es ist der Preis, den ihr für eure Fehler zahlen müsst. Als Fedai steht ihr nicht nur mir Rede und Antwort, sondern der ganzen Bruderschaft. So sei es. Nehmt eure Ausrüstung und geht. Beweist, dass ihr uns noch nicht ganz verloren seid. Ja, mir fehlt ein Finger. Kriege ich jetzt auch wieder die Klinge? Ja, also. So, dann darf ich jetzt gehen, ja? Oh, 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 das wird wieder wehtun. Er wird sich noch verletzen. Ja, danke. Was will der denn hier, Sub-Zero für Arme? Mich dünkt, meine Schüler verstehen nicht ganz, was es heißt, eine Klinge zu führen. Vielleicht mögt ihr ihnen zeigen, was ihr wisst. Ja, jetzt darf ich auch nochmal Kampftraining machen. So, drücke, um Angriffe abzuwehren. Okay. Na los. Na los, komm, greif mich an. Nimm das, und das, und das, und das, und das, und das.
Das Blut sieht total witzig aus. Erneut, wenn ihr Schwert den Gegner berührt, okay. Wie lange soll ich denn da drauf rumkloppen auf den Typen? Okay. Wie lange denn? Ihr seid beschäftigt. Okay, das reicht. Darf ich jetzt bitte weiter? Ich will endlich Leute töten. Combo-Kill? Ach Quatsch, keine Opern. Tutorial beenden. Ihr seid beschäftigt. Ich verstehe. Es braucht Zeit, eine neue Klinge zu ziehen. Obwohl doch, der Combo-Kill wäre noch ganz wichtig. Der letzte ist. Alter hier, mich dünkt mein Ja. Oh nein, laber mich einfach nicht zu. Was heißt, eine Klinge zu führen? Vielleicht mögt ihr ihnen zeigen, was ihr wisst. Ich will einen Combo-Kill noch. Drücke die Taste. Okay. Es geht einfach nur darum, dass das er da die ganze Zeit haut. Aber ich komme da ja gar nicht rein. Der blockt ja die ganze Zeit. Ne, okay. Da tut sich ja nichts. So kann ich das nicht üben. Wenn, dann muss ich richtig Leute kaputt machen. Ja, Tutorial verlassen. Ihr seid beschäftigt. Ich verstehe. Ich will weg hier. No, da wollte ich nicht lang. Kann ich hier so runterjumpen? Nein, kann ich auch nicht. Schade, ich dachte, es gibt irgendeine Abkürzung. Dass ich immer hier wieder durch diese scheiß Stadt laufen muss, geht mir schon auf den Sack. Naja, ein bisschen umgucken mal nach diesen Flaggen, die hier irgendwo rum sind, rumliegen. Ja, ich wollte da runter. Komm nochmal hoch. Komm nochmal hoch. So. So wird ein Schuh draus. Hä? Was war das denn? Ich bin noch... Kann mir das mal bitte einer erklären? Er macht extra diesen Jump und springt daneben? Verarsch mich nicht. Okay, nochmal. Ich muss mir einfach angewöhnen, dass das Jumpen hier... Nein, jetzt sprichst du mich nicht wieder an. Nein. Nein. Sprich mich nicht wieder an. Nein. Ich denke, meine Schüler verstehen nicht ganz, was es heißt, eine Klinge. Nein. Vielleicht nicht er schon wieder. Zeigen, was ihr wisst. Ihr seid beschäftigt. Ich so, verstehe. Danke. Ich will das nicht machen. Ja, beenden. Ihr seid beschäftigt. Ich verstehe. So, also. Jetzt versuchen wir nochmal hier. Ich laufe diesmal und versuche nicht in irgendwelche Karren zu springen. Damit wir endlich hier dieses Drecksdorf hier verlassen können. Ich weiß noch, wie beeindruckend das auf der E3 war, als hier auf einmal so viele durch die Gegend gelaufen sind. Oh. Weiter. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Blinde sollten nicht rennen. Das muss geschmerzt haben. Zu Recht. So, da geht's raus, ja?
Endlich. Such dir ein Pferd aus. Ich nehme das hier. Auf geht's, Pferdchen. Ich glaube, dass man hier in der Außenwelt gar nicht so viel gemacht hat. Es ging eigentlich immer nur um die... Oh. Jetzt jump, okay. Es ging, glaube ich, immer nur um die einzelnen Städte, wo man drin ist. Aber ich erinnere mich halt auch nicht mehr ganz dran. Ist zu lange her. Hier ist er dann noch irgendwann einfach so losgerannt, so. Ja, genau das meinte ich, dieses. Auf ins nächste Level. Wenn der Animus anzeigt, dass sie von einer informierten... Und da sieht man auch, wie krass schnell die Rechner heute sind. Damals war das so, dass die gelabert hat und gelabert hat, weil sie das nächste Level laden musste. Hier ging es jetzt einfach so, ja, läuft. So, und jetzt kommen wir hier zu diesen Türmen. Das ist ausschlaggebend für Assassin's Creed. Man muss auf diese Türme hoch. Er spielt einfach, sagt nichts. Alter, Benson, das ist, hier gibt es keinen Multiplayer. Was erwartest du? Was soll ich denn machen? Außerdem siehst du auch selber, dass ich in Steam Online bin. So, dann musste man hier... Oh, komm schon hoch da. Ja. Auf diese Teile. Und wenn man oben drauf war, konnte man hier diesen tollen Adlerblick nehmen. Und dann hat man erstmal alles entdeckt, was im Umfeld um einen herum überhaupt so ist. So. Hoffentlich krepiere ich nicht wieder. Warum? Kann mir das mal bitte kurz einer erklären, warum ich krepiere, wenn ich in diesen... Das ist ja eben schon passiert. Warum krepiere ich da? Das würde mich ja... Komm ich jetzt ins Fernsehen? Auch Benz, du Idiot. Das muss mir jetzt mal kurz einer erklären. Warum krepiere ich denn da? Nochmal probieren hier. So, nochmal hier hoch. Es kann doch nicht sein, dass ich bei diesen blöden Wegelchen krepiere, wenn ich da reinjumpe. Oder weil ich es nicht gedrückt gehalten habe. Das probiere ich jetzt mal. Aber das wäre ja Quatsch. Ist das ein Fehler im Spiel? Also ich spiele das Spiel hier direkt über Steam, ja? Wenn das ein Kopierschutz ist, wäre das eine ganz schön geile Nummer, wenn der nicht mehr von Ubisoft unterstützt wird. So, machen wir nochmal den. Ich werde jetzt nicht absteigen, ich werde einen Sprung machen. So, jetzt halte ich es gedrückt. Springen. Ich halte es gedrückt und... Okay, lag es daran, dass ich es nicht gedrückt gehalten habe. Aussetzen. So. Was geht vor? Was geht vor? Obwohl, gegen die kann ich ja erstmal, kann ich das ja erstmal testen. Jetzt habe ich ihn erwischt. Huch, der ist aber auch komisch durch die Gegend geflogen. Karte aktualisiert, drücke für Details. Achso, das sind diese ganzen Sachen. Ah, neue Aussichtstürme, okay. Alles klar. Da könnte ich jetzt hier über die Karte... Ist ein bisschen blöd gelegen.
ist nämlich auf dem linken Stick. Irgendwie ist das blöd. Das könnte ich mir, ja genau, das lege ich mir mal auf Select, ganz normal. Taste 8. Ziel erfassen, Actionkamera, Kamera zentrieren. Da. Taste 6. Okay. Komisch, dass es nicht angezeigt wird. Hab keine Ahnung, das war, soll wohl ein Bug sein. Ja, du, keine Ahnung. So, jetzt haben wir das hier. Und ich muss weiter Aussichtspunkte erstmal klar machen. Hier geht's nach Damaskus, also erstmal wird weiter nach Damaskus geritten. Die Aussichtspunkte so sind mir erstmal scheißegal. Wenn ich an einem vorbeikomme, kann ich ihn mal mitbenutzen, aber sonst ist mir das echt Latte. Oh! Wow, wow, wow! Weg, weg, weg! Die haben mein Pferd gekillt! Okay. Aber oh, erstmal weg. Erstmal nur mit. Okay. Okay, gegen so viele ohne Konter habe ich echt ein Problem. Alter. Also ohne Scheiß, ohne Konterangriff ist das nicht möglich. Ja, da gehe ich drauf. Also ohne Konter nicht möglich. Aber den Konterangriff, den kriegt man gleich. Benutzen Sie die geretteten Gelehrten, um unbe- Weil so konntest du immer einfach das Schwert wegpacken und dann den nächsten abstechen. Bin ich jetzt hier in Damaskus? Nein. Nehmen wir einfach das nächste Pferd, ne? Ja. Ah, hier ist auch wieder so ein. Oh oh. Die mögen mich nicht. Nee, wir reiten weiter Richtung Damaskus. Alles andere ist ja Blödsinn. Der Soldat haben Sichtkontakt zu ihnen verloren. Gottloser Heide. Alter, ich weiß nur, wie geil ich die Grafik damals fand. Da geht's nach Damaskus. Okay, das soll halt so ein bisschen Open-World-Flair bringen, ne? Aber der richtige Open-World hat man dann in den einzelnen Städten. Damaskus da lang, nach rechts geht's nach Jerusalem. Ich greife die erst an, wenn ich Konter erlernt habe. Oh, nicht neben den stehen. Weiter, weiter, weiter. Nein, mich tötet keiner. Warum wollen die mich denn auch unbedingt alle töten? Was stimmt nicht mit denen? Die finden mich alle ganz schön scheiße. So, noch 300 Meter, 380 Meter bis nach Damaskus. Ich will mit denen nichts mehr zu tun haben. Nein, ich will keinen Tötet ihn. Nochmal hören. So, da ist Damaskus. Lass mich durch, lass mich durch. Oh, und gleich viel heller und freundlicher hier. So, jetzt renn rein in die Stadt, mein Freund. Dieses Open-Worldige hier macht doch gar keinen Sinn. So. Ich kann mich mal ein bisschen weiter nach hinten chillen. Wofür habe ich denn so einen lustigen Arm? So. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob ich hier reinatme.
Ganz gechillt an den Wachen vorbei. Lalala. Auch schön, wie das alles aufploppt. Oh, da unten wird sich geprügelt. Bürger retten. Vorsicht jetzt. Scheiße. Das, so wollte ich das gar nicht. Nein, nein, nein. Ey, ich versuche da zu blocken, du Vollarsch. Achso, wenn ich die wegschubste, dann ist auch vorbei. Okay, gut. Habe ich erstmal so den Bürger gerettet. Sprich mit ihm. Ich wünschte, meine Söhne wären nur halb so tapfer wie ihr. Ich werde ihnen diese Geschichte erzählen, damit sie wissen, wie sich ein wahrer Held benimmt. Und in 2000 Jahren haben wir eine Religion davon, okay? Erzähl die Geschichte schön weiter. Nein, 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 nein. Jetzt sag nicht, das hängt wieder. Nein, es hängt nicht. Das ist ein böses Omen. Die Gelehrten helfen ihnen, an Wachposten vorbeizukommen. Drücken sie zu ihnen. Alles klar. Okay. Rauf. Achso, ich soll jetzt an denen hier erstmal vorbei, deswegen. So, chillen wir eine Runde. So komme ich wenigstens in die Stadt. Ich hätte sicher auch einfach reinreiten können, dann hätte ich mich reingeritten, im wahrsten Sinne des Wortes. So ist es. Ganz chillig, ne? Und nur, weil ich dem geholfen habe. Das ist auch schön. Aber das Schubsen schon reicht. Ja, lasst mich durch. Ich bin ein Gelehrter. Sieht man das nicht? So, jetzt bin ich drinne. Alles andere interessiert mich nicht mehr. Jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich einen Aussichtsturm finde. Aussichtsturm, würde ich sagen, ist das Ding da vorne. Ist euch etwas ins Auge gefallen? Verflucht ihn zu eurer. Nichts, was ich nicht schon gesehen hätte. Mich sieht keiner, ich bin unsichtbar. Hat er seinen Verstand verloren? Ihr wagt es in meinem Beisein zu stehlen! Nö, nee, den Burger rette ich nicht. Warum kann ich da nicht hoch? Hier? Ist das nicht der Turm, auf den ich muss? Komm ich auch nicht hoch, aber das ist der doch, oder nicht? Sonst versuche ich es hier erstmal. Lass mich mal durch, danke. Hä? Der will da nicht hoch. Ja. Toll. Warum hilft ihr euch für meine Ware? Oh weh. Was tut er denn? Hat er seinen Verstand verloren? Warum? So. Ist er verrückt? Hep. Warum würde jemand so etwas tun? Warum würde jemand so etwas tun? Okay, hier komme ich hoch. Haha. So ist es ganz gut. Ganz chillig hier den Turm hoch und erstmal checken, was in der Stadt abgeht. Und dann muss ich herausfinden, wo ich hin muss. Und diesmal darf ich nicht vergessen, ich muss die Knöpfe bis zum Schluss gedrückt halten. Sonst krepiert er, der arme Junge. Oh, der Adler ist aber nett. Wow, da drüben ist auch noch ein Turm. Auch noch 6, 7, 18 Türme. Ist wie bei Zelda, ne? Bei dem neuen Breath of the Wild. So. Aussichtsturm erreicht. Jetzt kann ich mir selber überlegen, wo ich hin will. Kann ich hier irgendwie zoomen? Zoomen, zoomen. Wie zoome ich denn? Achso, okay. Burger retten macht keinen Sinn. Hier kann ich jemanden belauschen. Dann wollen wir da jetzt erstmal hin. Tschu. Gedrückt halten.
Autsch. Voll gegen das Mikro gekloppt. Das tut mir echt leid, Leute. Dreckiger Dieb, ich werde dir die Hände abschlagen. Hilfe, bitte Hilfe. Oh. Ich wollte den jetzt gar nicht. Oh, scheiße. Gott ist auf meiner Seite. Du wirst nicht gewinnen. Das wird nicht zu schwer werden. Und ich schub sie auch nochmal. So. Habe ich sie gerettet. Alter, wie sie alle rumschreien. Jetzt muss ich aber abhauen. Hier, schnell dazwischen. Zeigt euch! Er hat jemanden. Zack. Gleich mit der Klinge gekillt. Oh, lasst mich durch, lasst mich durch. La la la. Da ist der Typ. Untergetaucht. Sie sind untergetaucht. Sie können das verstecken und sicher verlassen. Dann wollen wir mal gucken, wo ich jetzt jemanden hier belauschen kann. Da. Wo kann ich denn hier sitzen, dass ich den gut belauschen kann? Dann mache ich das auch so. Ne, so mache ich das nicht. Ah, da vorne ist eine Bank. So. So, von hier und jetzt belauschen. Zuhören. Ich sage euch, es sind Ratten. Nein, Kinder. Ich höre sie lachen. Ratten oder Kinder? Beides ist schlecht für das Geschäft. All der Lärm. Jemand muss auf die Balken klettern und sie verjagen. Ich frage mich, wie sie dort aufkamen. Wohl durch den zentralen Innenhof. Dann sollten wir die Wache bitten, nachzusehen. Die sind zu sehr damit beschäftigt, den Hintern ihres Meisters zu wischen. So, die Balken über dem zentralen Hof sind zugänglich. Das ist schon mal gut zu wissen. Aha. So, als nächstes müssen wir hier einklöppeln. Das machen wir jetzt auch mal. Der ist 118 Meter entfernt. So. Einfach so mal über die Dächer. Mal gucken, wie schnell wir da vorankommen. Oh. Was war das denn? Seltsam. Warum tut er das? Ich glaube, das werden wir noch 10.000 Mal hören bei dem Spiel. Taschendiebstahl. Was tut dieser Name? Nee. Hast du verstanden? Den will ich. Ja. Ich überbringe diesen Brief eurem Freund, dem Händler. Du weißt, an wen du dich wendest? An denselben Mann wie immer. Und wage es nicht, mein Ansehen in der Stadt zu beschmutzen. Wir haben viele. Hoffentlich klappt das jetzt diesmal ohne Problem. Und viele Waffen, ja. Genug, um die Redseligen zum Schweigen zu bringen. Ich weiß das zu gut. Ihr habt mein Wort. Gut, dann Beeilung. Die Zeit ist knapp. Fuck, 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 fuck. Nee, da wollte ich hoch. Schneller, 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 schneller. Hep, hep. Also hat schon wieder der Taschendiebstahl nicht funktioniert. Genau die gleiche Scheiße wie beim letzten Mal. Ah, da hinten ist wieder so eine Flagge. Nehmen wir doch die mal mit.
Hier gibt es sicher auch wieder 1.100.000. Ich habe mir sogar mal den Spaß gemacht, weiß ich, damals auf der PlayStation sau viele Flaggen zu sammeln. So, überlebt. So, jetzt also nochmal zurück zu dem Spacken. Was ist denn hier los? Friede sei mit euch, alter ihr. Oh. Mich dünkt, ihr seid auf der Suche nach Informationen. Jetzt muss ich ein Rennen machen, wa? Tamir helfen werden. Ich kann euch nicht helfen, aber bei ihr vielleicht. Er sollte nicht weit von hier sein. Nein! Rüber, rüber, rüber! Es wird doch der da hinten sein. Noch ein Stück, noch ein Stück. Ich habe noch eine Minute, um zu diesem Punkt zu kommen. Ich habe keine Ahnung, ob ich das gerade richtig mache. Entschuldigung. Kann ich das jetzt einfach so rufen? Ja, okay. Da muss ich hin. Noch 23 Meter. 25 Meter. Oh, Entschuldigung. Da ist er. Oh, man hat euch entsandt, wie? 29, 18. Eine interessante Wahl, okay. Aber nicht meine Entscheidung. Der Rafik bat mich, den Zug zu überwachen, den Tamir sein eigen nennt. Und ich fand Folgendes heraus. Es gibt eine Gruppe Unruhestifter, die sich am südöstlichen Ausgang herumtreibt. Sie sind mit den Wachen verfeindet. Verdient euch ihre Freundschaft und sie werden euch sicherlich helfen. Aha. Wieder eine Nachforschung, die mich kein Stück weitergebracht hat. So, machen wir mal weiter. Was haben wir? Was sind das eigentlich für Sachen? Wieder Bürger retten, da habe ich keinen Bock drauf. Aber das ist auf dem Weg dahin. Was haben wir hier? Partisane? Was machen die? Ich habe das alles nicht mehr so auf dem Schirm, Leute. Also ihr müsst ein bisschen Geduld haben mit mir. Oh, scheiße, schon wieder runtergefallen. So, mal gucken. Partisane. Hä? Hier ist keiner. Lass du mich doch in Ruhe hier. Okay, die Partisane, keine Ahnung, was es gerade ist, hilft mir nicht weiter. Also gehen wir da jetzt wieder hin. Warum nicht? Sieht doch cool aus. Es gibt keinen Grund, sich so... Sobald du angeschubst wirst, solltest du dich entweder auf den Weg machen oder wegrennen. Oder schnell töten. Scheint so. So, also nochmal diesen Typen beklauen. So. Diesmal versuchen wir es wieder. Wenn er gechillt an uns vorbeigeht. Oh. Scheiße, schon wieder. Okay, die haben mich auch gesehen. Oh, scheiße, das kann doch nicht sein, dass ich sofort wieder erkannt werde. Okay, chillen. So, und jetzt wieder zu dem Taschendiebstahl hin. Ich kotz ab! Warum ist denn das so schwer, den zu beklauen? Ziel erfassen. So, habe ich gemacht. Kann es sein, dass das vielleicht ein bisschen buggy ist?
Jetzt hab ich's. Ich hab den nicht richtig aktiviert gehabt. Kacke. Ja, ich hätte ihn möglicherweise einfach töten sollen. Hier gibt's noch einen Turm. Ah, da ist er. Nehmen wir den Turm gleich mal mit, da, wenn wir schon hier in der Nähe sind. Hello, Price Clutch. Pedro stinkt. Läuft bei euch. Ja, ein bisschen hier rüber. Aber ohne Scheiß, für ein 10 Jahre altes Spiel, es lässt sich noch ganz okay angucken. Ne? Da hinten so die Tannen und sowas, das sollte man sich... die Tannen. Wir sind hier nämlich im Harz und gucken uns Tannen an. Die Palmen sehen da hinten außerhalb der Mauern schon ein bisschen kacke aus. Aber ey, im Großen und Ganzen... Der drückt halt nicht gestorben. So. Was ist unser nächstes Ziel? Ups, falsche Taste. Ich könnte da vorne wieder versuchen, einen Burger zu retten. Wahrscheinlich muss ich das sogar. Oder was haben wir hier? Hier ist ein Büro. Aha. Da retten wir mal den Burger. Oh, das sind echt voll viele Leute. Dein Gott hat dich verlassen. Bitte tut mir nichts. Ha! Alter! Das ist natürlich sehr, sehr geil. Assassin's Creed Game funktioniert nicht mehr. Könnt ihr nicht sehen, weil ich hier die Spielaufnahme habe. Wenn ich jetzt die hier nach oben schiebe, da könnt ihr das sehen. Kacke! Verdammt! Ja. Programm schließen. Ärgerlich! Müssen wir nochmal anmachen. Kann ja aber nicht wahr sein. Verdammt, 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 verdammt. Ja, das ist, bleibt leider nicht aus bei solchen älteren Games. Spielaufnahme wieder nach oben. Zick. Zick. Oh, ist das ärgerlich, ey. Mein Gott. Ich bin jetzt schon froh, wenn wir den ersten Teil durch haben und wir beim zweiten sind, der hoffentlich nicht so buggy ist. Inspiriert von historischen Ereignissen und Charakteren. Es tut mir leid. Und das ist der Vorteil an OBS, damit aufzunehmen, weil man ja halt rund um die Uhr aufnimmt. Ich habe auch gerade eben schon gedacht, so, fuck, wahrscheinlich ist mir jetzt gerade der gesamte Rechner abgeschmiert. Hallo, jetzt sag aber nicht... Oh, ich muss den Controller neu einrichten. Der will nämlich nicht. Wähle Profil. Achso, okay, kann sein, dass ich erst... Jetzt geht's. Gedächtnisabschnitt 2 fortsetzen. Oh, ist das ärgerlich. Hoffentlich hat er alles gesaved bis dahin. Na, fortsetzen. Also... Damit müssen wir leider ein bisschen rechnen, dass... Die Laternen sind eine akzeptable Art, Dächer zu erreichen. Also damit müssen wir leider öfters vielleicht mal rechnen, dass das Spiel abschmiert, gerade weil es so alt ist. Okay, jetzt bin ich hier drinne. Alter, hier. Ah. Schön, euch zu sehen. Und in einem Stück. Ja. Ich freue mich auch, Freund. Ich freue mich auch, Freund. Tut mir leid. Denkt nicht daran. Einige eurer Brüder waren vor euch hier. Oh, wenn ihr gehört hättet, was sie über euch sagten... Ihr hättet sie stehenden Fußes erschlagen. Das ist schon gut. Ja, ihr habt das Credo wohl nie geteilt, oder? Ist das alles? Entschuldigt. Manchmal vergesse ich mich. Was führt euch nach Damaskus? Ein Mann namens Tamir. Al-Mualem stört sich an seiner Arbeit. Ich soll das beenden. Ihr habt die Gegend untersucht, um euren Feind zu verstehen? Ja, und das habe ich erfahren. Sowas von. Er beherrscht den Zug al-Silah. Er verdient sein Geld durch den Verkauf von Waffen und Rüstungen und wird von vielen unterstützt. Von Schmieden, Händlern, Geldwechslern. Er ist der größte Kriegsgewinnler im Land. Ihr habt einen Weg gefunden, uns von der Plage zu befreien? Im Souk al-Silah wird ein Treffen stattfinden, um einen wichtigen Handel zu besprechen. Es soll das größte Geschäft sein, das Tamir... Hello, Mr. Königsberger. ...also abgelenkt sein. Und dann schlage ich zu. Euer Plan scheint mir solide. Ich erlaube euch zu gehen. Ach, so läuft das. Jetzt verstehe ich wieder den Sinn dahinter. Also ich hole viele Informationen ein, um dann das eigentliche Ziel zu killen. Alles klar. Mein Gott, ey, es ist echt so lange her, dass ich Assassin's Creed gespielt habe. Mann. Tamir ist im Zug. Ich habe auch gedacht, warum gibt es einen Zug damals? Aber es ist Zug mit der Vorbereitung einer großen Waffenlieferung beschäftigt.
Oh, mit dir, ja. Versucht es. Ja, los. Kommt. Warum kommen sie denn nicht runter? Na, hoch, 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 hoch. Vielleicht kommen die Typen ja hier hoch, dann schubst ich sie einfach runter. Nein, Natur. Und alle, klatsch. Oh nein. Und alle, hepp. Und alle, hepp. Machen wir es so. Komm. Sind die irgendwann mal hin? Hier drüben, du entkommst mir nicht. Okay, Ruhe. So. Jetzt versuchen wir mal die Bürgerin zu retten. Nicht das Schwert. Nach oben. So ein. Was hab ich euch getan? Vorsicht jetzt. Jetzt endet dein Leben. Oh, zieh doch dein scheiß Schwert. Zieh dein scheiß Schwert. Oh. Jetzt habe ich sie erst. Okay. Also, wer jetzt als nächstes? So, zu dem gehe ich auch hin. Oh, oh, oh. So, oh Gott. Ich kann nur so gewinnen jetzt derzeit, glaube ich. Du auch nochmal gegen die Wand geklatscht? Einzige Möglichkeit, ne? So. Gut, dass ihr gerade vorbeikommt. Noch eine Minute und sie hätten mich entführt. Alex, ich hoffe, du hast den Text in der Videobeschreibung selbst geschrieben. Natürlich, immer. Immer. Nein. Der ist kopiert von Steam. Zünschanzeige aktualisiert. Ah, okay, wenn ich 15 optionale. Der zweite ist der in Venedig. So, wenn man solche Leute tötet, ist es nicht gut. So. Was macht ihr denn da? Wow, 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 wow. Na los. Du gegen die Wand. Okay, alle hin. So, jetzt weg hier. Ich will nichts mehr mit den Killern hier zu tun haben. Na komm her. Du auch nochmal deine Ecke. So. Gut, dass ihr gerade wieder gerettet. Noch eine Minute und sie hätten mich entführt.
Wer hat das getan? Wo ist denn der Turm, der hier in der Nähe sein soll? Da. Und dann steigt, glaube ich, meine Cinch-Anzeige. Dann kriege ich nämlich mehr Energie, wenn ich diese 15 Missionen mache. Irgendwie sowas. Ich kriege das nicht mehr ganz hin, echt. Es ist zu lange her, Leute. Aber ich glaube, oder war das dann auch erst später, dass es da dann krassere Fatalities gab, so mit Kopf ab und so Kram. Hoch mit dir. Na, hoch. Hoch. Ja, fein. Ja, genau so. Und zack. So kriegen wir die optionalen Missionen halt raus. Das ist auch ganz okay. Dran denken. Unbedingt gedrückt halten. So. Ein bisschen reinzoomen. Da ist nochmal eine Bürgerrettung. Die können wir... Aber das mit den Partisanen checke ich nicht. Alle Elemente, optionale Ziele. Alle Elemente. Oh! Was sind das alles hier für... Das sind wahrscheinlich alles Wachen. Aber das mit den Partisanen checke ich echt nicht. Dann machen wir jetzt noch die Bürgerrettung auf dem Weg dahin. Das wird euch das Leben kosten, dreckiger Dieb. Ich werde dir die Hände abschlagen. Hey, euch kenne ich doch. Dieb! Elender Rump! Ihr habt hier nichts zu sagen. Ihr seid verwirrt. Was möge der Herr deiner Seele gnädig sein? So, alle gerettet. Zack. Ganz schnell. Ich werde diesen Gefallen zurückzahlen. Das schwöre ich. Was ist denn hier passiert? Ah, sind das die Partisanen, die dann für mich kämpfen, oder was? Was ist vorgefallen? Wer hat das getan? Partisanen, nutzen Sie sie und um verfolgte Soldaten? Ah, okay. Bleibe ich einfach hier drinnen so stehen, okay. Hallo, mein Freund. Hallo. Ist das? Hm? Oh nein. Nicht noch ein Toter. So, Ruhe. Oh. Ja, vermöbel ich erstmal meinen Freund. Es sind echt viele Wachen hier unterwegs, ey. 230 Meter bis zum Gegner. Wenn ihr kurz schauen würdet. Ich habe kein Interesse an euren Berechnungen. Die Zahlen ändern nichts. Eure Männer haben den Befehl nicht erfüllt. Darum habe ich meine... Ah, da, der Typ. Wir brauchen mehr Zeit. Das ist die Entschuldigung eines faulen oder dummen Mannes. Was seid ihr? Weder noch. Das sehe ich anders. Nun sagt mir, was denkt ihr dazu, um euer Problem zu lösen? Diese Waffen werden umgehend benötigt. Ich sehe keine Lösung. Die Männer arbeiten Tag und Nacht. Aber euer Kunde verlangt so viel. Und das Ziel... Eine so beschwerliche Route. Wenn ihr doch nur Waffen genauso gut produzieren könntet wie Ausflüchte. Ich habe getan, was ich kann. Das ist nicht genug. Dann verlangt ihr vielleicht zu viel. Zu viel. Ich gab euch alles. Na? Ohne mich würdet ihr immer noch für ein Almosen Schlangen beschwören. Und alles, was ich verlangte, war, dass ihr meine Befehle erfüllt. Und ihr sagt, ich verlange zu viel. Ihr wagt es, mich herauszufordern? Friede, Tamir! Ich wollte euch nicht beleidigen! Dann haltet eure Zunge im Zaum! Nein! Halt ein! Ha, einhalten! Ich habe gerade erst begonnen! Nein! Haltet ein! Ja, nein! Ah, 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 ah. Ja, ah. Meinen Zug?
steht vor meinen Männern und wagt es, mich herauszufordern. Ich komm da noch nicht rein, das ist voll frech. Was ein Wichser, oder? Nein. Lass die Leiche. Lasst euch das eine Lehre sein. Denkt nach, bevor ihr mich enttäuscht. Zurück an die Arbeit. Bitte gebt. Ich flehe euch an. Ich bitte euch. Nur eine Kleinigkeit. Bitte. So, das war's. Zack, Ende. Dafür werdet ihr bezahlen. Ihr und euresgleichen. Mich deucht, ihr seid derjenige, der nun bezahlt. Ihr werdet nicht länger vom Leid anderer profitieren. Ihr wähnt mich einen kleinen Waffenschieber, der an der Brust des Krieges hängt? Ein seltsames Ziel, findet ihr nicht? Warum ich, wenn so viele andere dasselbe tun? Dann haltet ihr euch für anders? Oh, das bin ich. Denn ich diene einer höheren Sache als dem reinen Profit. Wie meine Brüder. Brüder? Er glaubt, ich handle alleine. Ich bin nur ein Teil. Ein Mann mit einer Aufgabe. Die anderen werdet ihr früh genug kennenlernen. Sie werden eure Taten nicht leichtfertig hinnehmen. Gut, ich freue mich darauf, auch ihre Leben zu beenden. So viel Stolz. Er wird dich zerstören, Knabe. Ah. Jetzt muss ich aber natürlich schnell weg. Lass sie nicht entkommen. Oh. Scheiße. Hä, was machen die denn da? Okay, jetzt lauf einfach, Vendetta. Echt. Taste 8 für die Action-Sicht. Ja, ich brauche keine Action-Sicht. Ich habe schon so genug Action. Chill mal ein bisschen. So. Haben wir das geschafft, wa? Oder finde ich mich hier oben? Sollte ich hier nochmal rein? Ich weiß. Achso, nee, ich muss jetzt dahin. Ah, alles klar, ich sehe es gerade. Ich muss jetzt wieder zurück zum Assassinenbüro. Da muss ich hin. Alles klar. Wo ist er denn? Du sollst raus! Sitzt da auf der Kante, der Hund. Da komme ich nicht höher. Okay. Nee, da will ich nicht hin. Runter, danke. Ja, dieses automatische Klettern hat seine Vor- und seine Nachteile. Hier zum Beispiel. Oh nein, 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 nein. Ich hab's verkackt. Bürgerrettung fehlgeschlagen. Ja, danke. Thank you.
Das wird euch das Leben kosten. Oh, hier ist eine Dings, eine Flagge. Runter jetzt mit dir. So. Der Eingang befindet sich auf dem Dach. Lalala. Okay, das war knapp. Hä? Warum? Warum schafft er das nicht? Ich will hier und... Ah, okay. Ich kann so seitwärts springen. Okay, alles klar. Nee, da will er nicht hoch. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel hier hochlaufe und dann... Nö, schafft er nicht. So, hier muss ich rein. Oh, Gott sei Dank geschafft. Das war ja blöd. Sieges hat mich erreicht, Alter ihr. Euch gebühren meine Dankbarkeit und mein Respekt. Hab Dank. Es ist eine Schande, dass die anderen euch immer noch gering schätzen. Rafik, mich kümmert wenig, was die anderen von mir denken. Wie ihr wünscht, Alter ihr. Ihr solltet Al-Mualem von eurem Sieg berichten. Sicher hat er noch weitere Aufgaben für euch. Spule vor zu aktuellerem Gedächtnis. Wie, das war's jetzt hier. Hau rein, Pedro. Wolltest du nicht bis zum Ende gucken? Ja, so eine Kacke. Ich dachte, jetzt kann ich wenigstens mal ein paar am Stück hier meucheln. Ah ne, wieder in unserer Zeit. Aber es passt auch ganz gut. Wir warten das noch ab. Stürmen besteht darauf, Ihnen eine Pause zu gönnen. So, dann machen wir unsere Pause, so wie es verlangt ist. Und meine lieben Freunde da draußen. Für euch gibt es dann auch eine Pause, nämlich der Stream. Wir sind wieder bei 2 Stunden angekommen. Sind bei Assassin's Creed, haben wir jetzt wenigstens das erste Opfer. Opfer. Hören uns nochmal an, was der Typ hier zu sagen hat. Gehen wir, Mr. Miles. Die Zeit drängt. Ich liege mit einem halben Kopf im Kopfkissen. Ah, da ist er wieder. Das Kopfkissen ist ihm bockhart. So, und dann speichere ich im... dann speichere ich im Endeffekt da, indem ich in diesen Animus gehe. Also ich muss echt sagen, die Steuerung, die ist von Teil zu Teil besser geworden. Die ist hier echt super hakelig. Wo ist Lucy? Keine Sorge, sie wird bald bei uns sein. Also warum tun Sie das, Doc? Was hoffen Sie damit? Lohnt es sich eigentlich, den Film zu gucken von Assassin's Creed, oder ist das Kacke? Haben Sie ferngesehen oder eine Zeitung gelesen? Sowas hat mich nie interessiert. Dann gebe ich Ihnen die Eckpunkte. Die Welt ist ein Dreckloch. Erbärmlich, wirklich. Sie haben es doch selbst gesehen. 1000 Jahre liegen zwischen Ihnen und Ihrem Vorfahr. Aber die Gesellschaft ist noch genauso barbarisch. Genauso dumm. Worauf wollen Sie hinaus? Ordnung, Mr. Miles. Die Welt braucht Ordnung. Das ist es, worauf wir hinarbeiten. Und das ist es, wobei Sie uns helfen. Ich soll glauben, dass Sie eine bessere Zukunft aufbauen wollen? Das ist genau, was wir tun. Die menschliche Rasse schreit nach Führung. Sie wollen wissen, warum Sie hier sind, was von Ihnen erwartet wird. Nun, wir werden es Ihnen sagen. Und wenn Sie erst wissen, wie Sie Ihr Leben zu führen haben, wird alles besser. Besser wie? Das Ende aller Konflikte, großer und kleiner. Habt ihr Assassinen nicht dafür gekämpft? Frieden in allen Dingen? Ich sagte doch, ich bin kein Assassine. Ach ja, richtig. Ich sehe immer noch nicht, wie ich da hineinpasse. Bald, Mr. Miles. Bald werden Sie es verstehen. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ist mir egal. Also Pech gehabt. Solange Sie uns zeigen, wo es ist. Wo was ist? Sorry, ich bin spät dran. Sind wir soweit? Ja, sind wir. So. Tja, mehr Infos werde ich hier wohl erstmal nicht kriegen. Aber muss von der anderen Seite wohl ran.
So, ich bin da. Kannst mich einloggen. Da. Alter! Echt. Also die Kameraführung voll für den Arsch. Aus heutiger Sicht ist das Spiel echt schwierig spielbar. Damals war das nicht der Fall. Damals hat man sich einfach damit abgefunden. So. Ich kann ja schon mal die nächste laden, damit gespeichert wird. Wenn sie entdeckt wurden, stoßen sie Soldaten von Dächern und ihr habt euch bewegt. So, meine lieben Freunde. Das soll es dann erstmal gewesen sein. Erinnerung verlassen, ich will aus dem ganzen Spiel heraus. Oh, es ist hell. Ani muss verlassen. Ja. Achso, dann komme ich komplett raus. Ist ja fast retro. Ja, Mev, du kommst leider ein bisschen zu spät. Wir haben die 2-Stunden-Marke geknackt und ich habe immer so das Gefühl, dass nach 2 Stunden... Ah, da haben wir das Spiel beenden. Nach 2 Stunden ist immer auch okay. So, das merke ich mehr und mehr. Ich werde alt. So. Hey, ich will doch raus. Beenden? Ja. Jetzt hat er es geschafft, meine lieben Freunde. Jetzt hat er es geschafft. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit während des Streams und auch wegen dem reichhaltigen Chat. Wir sehen uns sicher die Tage. Ob ich morgen Abend es schaffe, weiß ich noch nicht. Kann ich gar nicht genau sagen. War trotzdem schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr habt euch gefreut, mal etwas Älteres zu sehen. Und ja, wir sehen uns. Haut rein und bis dann. Ciao, ciao.